So, hallo und herzlich willkommen heute wieder mal auf meinem Kanal. Part 7575. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Genau. Ich mache heute noch ein Video mit dem internationalen 900, 1800 High Roof. Habe ich vorher schon ein Video gemacht gehabt. Genau. Diesmal mache ich noch eine Fahrt. Mir gefällt eigentlich der LKW sehr gut. Genau. Es sind noch Kleinigkeiten, die vielleicht verbessert werden könnten, aber das ist halt mal der LKW. Bei der nächsten Garagen werde ich dann wahrscheinlich noch ein paar Kleinigkeiten verändern, aber das mache ich dann wie gesagt bei der nächsten Garage. Jetzt fahren wir noch mal eine Tour. Starten wir mal den LKW. Gehen mal in die Innenansicht, wenn man das macht. Genau. Und schalten das Licht an. Ich habe schon eine Tour angenommen. Genau, da fahre ich jetzt hin zum Abholen. Was ist denn heute los? Hier ist ja richtig viel Verkehr. Jetzt können wir fahren. Genau. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Samstag. Weil es habt das schöne Wetter genossen. Genau. Ihr habt bei dem letzten Video den international schon gesehen. Wie gesagt, mir gefällt das richtig gut. Genau. Würde ich sagen, fahren wir jetzt zur Aufnahme des Trailers und dann düsen wir mal nach Mekton. Ungefähr 600 Meilen. Genau. Es ist auch so, dass ich jetzt auch gesagt habe, ich werde jetzt schauen, ungefähr immer eine Stunde für ein Video. Wenn da mal eine längere Strecke dabei ist, werde ich vielleicht dann zwei, drei Parts machen. Je nachdem, wie lang die Strecken sind. Da werde ich mich bei einem Kumpel und Fahrgemeinschaftskollegen, Entschuldigung, Olli anschließen. Genau. Weil er hat recht, man schaut sich die langen Videos nie so an wie kurze Videos. Und deswegen habe ich auch beschlossen, immer kürzere Videos zu machen. Vielleicht, wenn die Fahrt natürlich kurz drüber geht, dann klar, macht man sie fertig, je nachdem wie lang. Aber er hat da vollkommen recht. So, wo muss ich jetzt denn hier eigentlich hin? Wir hatten beim letzten Video schon getankt. Ach, die nächste Einfahrt. Deswegen muss ich jetzt auch nicht tanken. Meine hübsche Begleiterin ist noch dabei. Aber bis jetzt habe ich noch keinen Namen für sie rausgefunden. Und naja, müssen wir mal gucken, ob sie ihn vielleicht diese Fahrt über uns verrät. Dann fahren wir jetzt mal Fernsehgeräte. Schauen wir mal, ob es vielleicht noch einen anderen Aufleger geht. Oh, wieder einen schönen Wollmann-Aufleger. Ich glaube, ich nehme den blauen Aufleger. Der schaut besser aus. Gefällt mir einfach besser. Und steht auch schon da. Dieses Mal haben wir nicht so viel Sachen davor. Genau. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir kurz rankommen. Ah, denn der Retarder ist aktiviert. Ach, Feuer von Bremsen, okay. Dann gucken wir mal. Jetzt weiß ich, was ich noch machen wollte. Das machen wir dann noch schnell. Ich wollte die Spiegel noch ein bisschen anders einstellen. Jetzt tun wir erstmal ankoppeln. Und dann stellen wir mal die Spiegel noch ein bisschen anders ein. Genau, da braucht man nichts einstellen, das finde ich passt soweit. Gehört ein kleines bisschen rein. Der Weitwinkelspiegel gehört ein kleines bisschen raus. Und nach unten. Dann nehmen wir den Spiegel rechts. Der Auftrag wurde erfolgreich Der gestartet. gehört auch ein kleines bisschen rein.
Oder Weitwinkelspiegel könnte ein bisschen nach unten. Grund raus. So, dann schaut die Sache ganz anders aus. So, jetzt sieht man wieder ganz anders. Passt, perfekt. Da würde ich sagen, düsen wir mal los. 641 Meilen. Die sitzen wir auf zwei Arschbacken ab. Genau. Gucken wir mal, was er für eine Hupe hat. Jo, die Hupe passt soweit. Ah, nicht die schönste, aber vielleicht finden wir eine Werkstatt bei der nächsten Stelle, wo wir abladen müssen, dass wir da dann vielleicht noch eine Hupe dran bauen können. Jo, es ist ein bisschen was los heute. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geschaut. Oh, das war ein Fehler. Wir werden in die Nacht reinkommen. Aber, naja, okay. Schlafen tue ich jetzt deswegen extra nicht. Aber das schaffen wir schon. Genau. Licht ist an, dann würde ich sagen, düsen wir los. Ah, da wird es angezeigt. Ah, der Aufleger ist zwar schön, aber ganz schön lang. Machen wir mal kurz einen kleinen Stopp in die Außenansicht, weil jetzt hier vor der Stadt kann man dann ein schönes Foto schnell machen. Und weiter geht's. Ja, die hübsche Dame hat noch nicht verraten, wie gesagt, wie sie heißt. Aber vielleicht kriegen sie mir, wie gesagt, das raus. Oder ihr schreibt es auch mal in die Kommentare, welchen Namen wir ihr geben sollen. Ui, das war knapp hinten. Okay. Ich sollte doch mit dem ein bisschen besser ausholen. Ja, vor lauter Mädels. Aber was ist normal heutzutage? Wie gesagt, müssen wir mal gucken, was wir ihr für einen Namen geben. Ansonsten muss ich mir einen einfallen lassen, falls sie uns ihren Namen nicht sagt. Sie schaut auch schon etwas genervt, weil sie steht hier auch einen Namen in Frage, also lassen wir sie jetzt mal in Ruhe. Jo, dann würde ich sagen, setzen wir uns auf den Highway und düsen los. Das könnte fast mein Lieblings-LKW werden. Aber der ist, hat der K200 noch ziemlich Wert und der Volvo auch. Also die zwei sind schon ziemlich weit oben. Oh, da ist grün. Dann fahren wir mal. Aber er hat auch ein schönes Motorgeräusch. Wir dürfen 65 fahren. Dann gehen wir mal 65, 70 ein, circa. Oder 68. Oh, jui. Das war das. Ich musste rüber. Da ist aber auch keiner. Okay. Habe ich wohl scheinbar einen übersehen. Tut mir leid. Aber so ist das Leben. In echt darf das sowas natürlich nicht passieren. Genau. Ich hoffe, da ist jetzt nichts passiert. Genau, und deswegen fahren wir jetzt weiter. Jo,
hier schon etwas mehr Vegetation. Ich weiß es gar nicht, wo dieses Mukton oder wie es heißt überhaupt ist. Könnt ihr mal kurz auf die Karte schauen. Portland, Boston, Halifax, da die Gegend. Mal größer machen. Ja, das ist da die Ostküste, okay. Ja gut, dann warten wir mal ab, wie die Fahrt wird. Genau, ich gehe jetzt nicht in die Außenansicht, weil da seht ihr auch nicht so viel mehr. Und es ist für mich auch angenehmer zu fahren, weil die Außenansicht ist nicht so ganz so einfach zu fahren. Genau. Jo, ihr merkt, dass mehr Ostküste, da ist auch mehr Vegetation an den Küsten. Deswegen auch grüne Streifen, Bäume und das Ganze. Naja. Jo, ich sag's jetzt im E-Video, ich bin gespannt auf die neue 131. Bei ATS und bei ETS. Vor allem auch auf die Kabel und so. Beim ETS kommt ja auch der neue, Scania, der neue als Vierachser. Und ich bin gespannt, irgendwas haben sie gesagt, glaube ich, wegen den Trailern, dass da auch irgendwelche Neuerungen bald kommen sollen. Na, da bin ich mal gespannt, außer dieses Kabel, die Kabel oder Schlauchpaket. Bin ich mal gespannt, ob sie wirklich jetzt dann ein anderes Paket bringen. Genau. Und dann lassen wir uns überraschen. Jo. Ich fahre jetzt gemütlich mit 70 dahin. Bin schon wieder am Überholen. Okay. Aber mal so ist das. Ja, ich habe jetzt auch noch einige Mods mit drin. Wie gesagt, die Coast to Coast, die Canadian Dream, den Viva Mexico. Hab den Kenworth K108 mit drin, den ihr ja schon kennt. Den Kenworth K200. Hab den Volvo VNL 680, glaube ich, heißt da drin. Genau, habe jetzt diesen International. Hab noch eine Mac. Die LKWs, Mods oder von der KI oder PKW und Busse sind von JazzyCat. Ich wollte auch mal einen JazzyCat More Traffic reinmachen, aber dann ist es so viel. Da braucht man so einen guten PC, dass er nicht ganz hinhaut. Und vor allem, man ist dann ständig, oh, ein Hubschrauber, da suchen sie scheinbar was. Genau, Entschuldigung, ich habe mich unterbrochen. Aber dann ist es auch dann so viel von der Performance her, dass man dann fast entweder, wie gesagt, einen richtig großen PC braucht. Oder die Grafik etwas runtergeschraubt werden muss. Oder man auch, wenn das alles hinhaut, dann wirklich fast im Stau teilweise steht. Also der Mod ist schon nicht gerade wenig. Genau. Jo gut. Wir sitzen jetzt auf dem Highway und düsen lang. Fahren auch gleich wieder ein paar Straßen von grau auf gelb. Haben wir da auch noch nicht waren. Genau. Dann schlagen wir mal gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Und dann muss ich mal bei der nächsten Werkstatt schauen beim Umrüsten, ob es da seitlich nicht eventuell, weil das war ja so Seitenführungen gibt oder so Bleche, dass die Seiten etwas schöner ausschauen. Diese Unterfahrschutze, was ja eigentlich auch, glaube ich, Pflicht ist. Auch wenn der Tank so groß ist, glaube ich auch wieder nicht mehr. Genau. Jo, aber wie gesagt, der LKW ist innen drin auch nicht schlecht. Gefällt mir ganz gut. Auch diese Holz-Applications sind schön gemacht. Gibt leider nur dieses, ja, wie soll ich sagen, Cockpit. Es gibt nur diese eine Ausführung, aber sie ist schön gemacht.
kann ja auch bei der nächsten Vorstellung dann einmal vorstellen, was es alles zu machen geht, aber das glaube ich haben andere schon vor mir gemacht. Und das Herrichten ist ja auch Geschmackssache von jedem. Jeder möchte ihn anders haben. Der eine will blau, der andere grün, der andere will in schwarz, der andere will in gelb. Der andere will mehr Farben, drei Farben, vier Farben. Genau. Also da streite ich mich nicht mehr drüber. Und soll jeder sich den zusammen seinen Geschmack zusammenstellen. Gefunden habe ich den LKW im Steam Workshop. Genau. Und da habe ich mir ihn dann natürlich abonniert und gleich runtergeladen. Haut eigentlich wunderbar hin. Bin gespannt, ob er dann bei der 131 auch mit übernommen wird, genauso wie die V&L. Die sind ja schon übernommen, was ich gesehen habe heute beim Steam Workshop. Ich hoffe, dass er dann abgedatet wird automatisch, weil das ist das Schöne beim Workshop von Steam. Die Leute, entweder es wird sofort benachrichtigt oder abgedatet, wenn die Sachen frisch sind oder neu oder irgendwelche Neuerungen gemacht wurden. Oder man wird benachrichtigt, dass nichts mehr gemacht wurde. Das ist ja das Schöne daran. Im Gegensatz zu anderen Karten. So, dann bleiben wir mal geradeaus. Und fahren dann da unter der Autobahn durch. Und dann rechts, links weg praktisch. Haben wir doch eh schon einige Meilen geschafft. Ich glaube jetzt zwar nicht, dass wir im Hellen ankommen, sondern wahrscheinlich im Dunkeln. Aber schauen wir mal, wie weit wir kommen. So, jetzt habe ich den Tempomat aus Versehen wieder kleiner gestellt gehabt. Müssen wir ihn wieder hochstellen. Hier dürfen wir 75 fahren, das ist fein. Würde ich sagen, beschleunigen wir mal auf 75. Und dieses Gelb, was ich da mit dem Schwarz-Blau gemacht habe, wenn die Sonne richtig drauf scheint, schaut richtig cool aus. Es gefällt mir, wenn das so glitzert in Gelb. Wenn ihr dann im Spiegel reinschaut mal. Genau. Und die Sonne richtig steht. Da sieht man dann die dritte Farbe, das Gelb. Mal, da ist 75 erlaubt und die anderen fahren es nicht einmal, das ist auch komisch. Ich glaube, der LKW fährt schneller als 75 irgendwie. Irgendwas stimmt da mit dem Tempomat nicht ganz. Oh, ich habe mich in der Tempomat verschaut, deswegen. Jetzt habe ich 76, wie es ausschaut drin. Muss ich mal gucken. Ja, 76. Machen wir auf 78. Wie gesagt, auf 75 der Verfahren. Dann sind wir zwar auf der Überholspur, aber es ist noch in einigermaßen erlaubten Rahmen. Jo. Ja, die Minions klettern auch schon wieder die Scheibe rauf und runter und halten sich fest. Da drüben bauen sie die Straße neu. Eine richtig schön lange Baustelle, also ist schon heftig. Genau. Wenn man überholt, muss man schon aufpassen. Dann kann schon sein, dass man auch mal die Leitplanke küsst.
Ja, dann schauen wir mal, wie das wird. Drüben ist auch wieder. Ups, ist keiner mehr da. Eine Stadt, wie es ausschaut. Portland. Okay. Willkommen in Portland. Aber wir fahren dran vorbei. Wir dürfen bloß auf 55 Meilen fahren. Gehen wir mal auf 60 Meilen. Oder 58. Jetzt dürfen wir wieder 75 fahren. Machen wir jetzt mal 75 rein. Fahren wir da auf die linke Spur, weil wir sind ja am Überholen, wie es ausschaut. Hier nur mit 75 oben was fahren darf. Weiß nicht, ob das dann auch genehmigt ist für die LKWs, weil die LKW fahren hier scheinbar langsamer. Und die PKWs fahren die 75, wie es ausschaut. Die LKWs da überhole ich mit 75. Oder komme immer näher zumindest. Genau. Naja, jetzt, ja, sie fahren einigermaßen und irgendwann überhole ich jetzt dann. Jetzt zum Beispiel muss ich rausziehen. Ich muss die Bremse anmachen, weil sonst fahre ich den hinten zu sehr auf. Was hat jetzt der Hyundai oder was das ist oder Nissan davor? Okay, er lässt uns vor. Genau. Jo, schon trotzdem eine schöne Strecke. Jetzt schauen wir mal ein bisschen Außenansicht, dass ihr auch mal was von außen habt. Trotzdem bei der Geschwindigkeit. Ja, ihr seht es mir nach, das ist nicht ganz so einfach. Uiuiuiui. Ja, die bleiben stehen, da gehe ich jetzt mal in die Innenansicht, dass ich was sehe, was los ist. Jetzt überholt er. Jetzt sagen, da ziehen wir hinterher, wenn es geht. Aber er zieht eigentlich doch ganz schön weg. Die anderen bleiben langsamer. Man merkt auch, der hat 620 PS, glaube ich, was ich ihm gegeben habe, den Motor. Die merkt man schon. Er zieht schon ganz schön weg. Also wenn es so bleibt, kommen wir jetzt ganz gut durch. Wäre schön, wenn es so bleiben würde. Genau. Ja, gut, es ist so, wie gesagt, wir sind eine Fahrgemeinschaft. Der Olli, der Hans, Lars ist ab und zu noch dabei, der Fips ist immer wieder noch dabei, je nachdem, wie die beiden von der Arbeit her Zeit haben. Dirk ist die letzte Zeit leider nicht mehr dabei gewesen. Keine Ahnung, was mit ihm ist. Genau. Und es ist halt auch so, dass wir uns gut ergänzen. Es wirklich richtig Spaß macht, bei denen zu fahren oder mit denen zu fahren. Und weiß der eine das nicht, weiß der andere das. Oder es wird gemeinsam gesucht und eine Lösung gefunden oder versucht, eine Lösung zu finden. Was auch richtig Spaß macht miteinander. Genau. Also ich möchte die Jungs nicht vermissen. Genau, es ist zwar immer auch wieder schwer, alle beieinander zu haben,
weil es auch doch viele private Sachen gibt für jeden. Aber es ist doch immer wieder jeder schafft, auch zu den unmöglichsten Zeiten teilweise hierher zu kommen. Entweder wir fahren dann live miteinander oder wir quatschen im TS miteinander. Das ist das, was richtig Spaß macht. Genau. Jungs, einen recht schönen Gruß jetzt hier von mir. Genau, und ich bin froh, dass ich bei euch in der Fahrgemeinschaft bin. Na, was hat er denn jetzt? Entweder der zieht voran. Ah, wir dürfen bloß 55 fahren, okay. Aber trotzdem könnte er anziehen, weil er fährt bloß 50. Aber naja. Lassen wir ihn in Schneckentempo fahren und fahren hinterher. Dann fährt der LKW noch langsamer, weil ich jetzt mit 51 an ihm vorbeiziehe. Ja, Respekt. Es gibt wieder Brummirennen. Und Olli, ich habe eine Kaffeemaschine hier. Der Kaffee wäre bereit. Also wird für dich bereitstehen, wenn es ist. Falls wir uns irgendwo in Amerika treffen. Na, junge hübsche Dame, sagst du mir jetzt mal deinen Namen? Nee, immer noch nicht, okay. Jetzt lass mich halt mal rüber. Dankeschön. Ne, wir dürfen wieder 75 fahren, okay. Dann ziehen wir wieder hoch auf 75. Was ist das hier? Kann man 55, 65 oder 75? Mit dem neuen Navi da drum muss ich mich erst dran gewöhnen, dass es oben links hängt. Was ich aber eigentlich ganz cool finde, wie gesagt. Weil ist unten die Scheibe frei und man sieht mehr von der Strecke. Da drüben ist wieder ein Unfall, wie es ausschaut. Da ist ein Flugzeug runtergeflogen. Hat eine Flugzeugnotlandung gemacht. Auch nicht schlecht. Ja, das kann auch in Amerika passieren oder auch bei uns in Deutschland. Genau. Hat einer eine Bruchlandung hingelegt. Jo, dann fahren wir wie gesagt mal an die Ostküste oder in der Nähe der Ostküste. Und dann habe ich mal vorgehabt, irgendwie mal mit ins Land zu fahren oder nach Kanada hoch. Einfach mal in die Berge, weil ich gerne in die Berge fahre. Weil Mexiko müsste man mal gucken, ob das in Mexiko selber auch was ist. Aber Kanada weiß ich, da gibt es einige schöne Strecken mit Bergen. Wo es wirklich richtig schön den Berg auf und runter geht. Aber da bin ich ja auch schon mal gefahren, glaube ich. Wie die Coast to Coast mit der 1,30 rausgekommen ist, vor einem Jahr ungefähr. Oder nicht mal ganz ein Jahr war das. Dreivierteljahr, glaube ich, war es. Aber ist ja wurscht. Aber es wäre wieder mal schön, die Gegend hochzufahren. Ja, leider kommen wir jetzt in die Nacht rein. Wir haben noch knapp 200 Meilen vor uns. Deswegen würde ich sagen, genießen wir jetzt mal die Fahrt hier gemütlich. Es
könnten wir mal kurz in die Außenansicht schauen, wie er im Dunkeln ausschaut. Okay. Ja, sieht es mir nach. Ich sehe jetzt nicht. Ich wollte bloß mal. Uiuiuiui. Das ist das, wenn man in die Außenansicht geht und das Fahrzeug im Dunkeln anschauen möchte. Ja, seitlich fehlt etwas. Aber von vorne. Ja, glaube ich, ist es doch gelungen. Gut, dann gehen wir wieder in die Innenansicht, damit wir keinen Unfall bauen. Jetzt fängt es auch noch zum Regnen an. Da probieren wir mal den Scheibenwischer aus. Ob der geht. Der funzt. Okay. Wir fahren weiterhin geradeaus. Erster Aufwahl in Hultorn. Jawohl. Da drüben fährt die Verstärkung für den Flugzeugunfall von der Polizei. Ich schätze wohl, dass die sich treffen, um abzusperren, wenn dann der Abschlepper kommt und das Ganze, um den zu heben. Genau. Jo, so ist es. Dann kommen wir jetzt an eine Baustelle, wie es ausschaut. Ja, ist ja gut. Nein, wir sind wieder an der Grenze. Das ist die Grenze von Amerika zu Kanada. Wir fahren jetzt doch nach Kanada rein. Okay. Auch nicht schlecht. Welcome to Kanada. Dankeschön. Immer wieder gerne. Also sind wir jetzt in Kanada. Sehr schön. Wir fahren jetzt hier rechts weg. Der Kollege da vorne hat scheinbar nicht ganz die Power oder er will nicht. Würde ich sagen, ziehen wir mal an ihm vorbei, damit wir auch weiterkommen. Ja, da muss ich mal gucken, seitlich gefällt er mir jetzt im Dunkeln noch nicht so ganz gut. Ob es da nicht noch irgendwas gibt, wie gesagt, so Seitenplanken oder Unterfahrschutz oder irgend sowas. Werde ich mir da mal die nächste Zeit anschauen. Oder vielleicht auch bei der nächsten Werkstatt kurz mit euch zusammen. Das sehe ich dann, je nachdem, wie ich Lust habe. Ja, was uns auch gestern beim oder vorgestern beim Livestream aufgefallen ist, den Kühnköpfen und mir, ist, dass wir eigentlich ziemlich viel in der Nacht fahren. Auch leider beim Livestream. Wir wissen jetzt nicht warum, ist so. Aber es fällt schon auf. Gut, beim Video könnte ich jetzt das umstellen. Geht mit der Konsole, oder ich könnte ein paar Mal schlafen. Aber wenn man jetzt ein Video macht und auf die Schnelle das jetzt machen will, so ganz spontan, dann schaut man jetzt auf die Schnelle auch nicht immer auf die Zeit, sage ich jetzt mal. Genau. Aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem, mal im Tag zu fahren, mal in der Nacht zu fahren. Weil es ist ja auch wie in echt, finde ich jetzt. Der eine LKW fährt in der Nacht, der andere LKW fährt am Tag. Also von dem her, die LKW-Fahrer fahren alle mal nachts oder Tag. Was ist da drüben schon wieder? Da ist ein Verkehrsunfall, und zwar kein kleiner, wie es ausschaut. Ja, das haben sie schon schön gemacht, diese verschiedenen
Fälle von Verkehrsunfällen, Baustellen und so weiter. Also muss ich sagen, haben sie richtig schön gemacht. Genau, aber das ist ja auch von der Original, glaube ich, jetzt in der Zwischenzeit schon, dass das diese Aufenthalte oder Aktionen unterwegs, glaube ich, wie das sich nennt. Ja, aber es wäre schön, wenn auch diese Aktionen vielleicht mal ab und zu öfters hier auf der eigenen Seite sind, dass man vielleicht mal anhalten müsse oder nicht anhalten, sondern auch schauen muss, dass man vorbeikommt oder so. Genau. Naja, vielleicht kommt bei der nächsten Strecke mehr, wer weiß es nie. Aber so ist auch der LKW hier in der Nacht richtig schön. Das Armaturenbrett ist nicht zu hell, nicht zu dunkel. Also gefällt mir auch richtig gut. Diese blaue Innenbeleuchtung. Genau da oben ist noch eine Beleuchtung. Ja, lässt sich sehen. Ja, dann haben wir noch knapp 80 Meilen. Und dann sind wir schon wieder beim Abladeort, wo wir den Trailer abgeben. Läuft, würde ich sagen. Oder wie der Olli sagen würde. Jo, jetzt plötzlich geben sie Gas. Haben sie jetzt mitbekommen, dass man jetzt hier 68 fahren darf? Schnell fahre ich denn eigentlich? Du bist 62 drin. 68 dürfte ich fahren. Würde ich sagen. 66. 68. Stellen wir mal den Tempomat auf 68 und zieh vorbei. Wenn mir es schon erlaubt ist, dann fahren wir es auch, würde ich sagen. Upsi. Ja, das ist das, wenn der LKW dann wieder zu schnell ist, muss man aufpassen mit dem Linken. Genau. Aber solange ich nicht irgendwie in der Leitplanke drin liege oder so, ist es eigentlich in Ordnung. Ist zwar nicht schön, aber passiert. Es ist trotzdem, dass es in der Nacht ist. Schauen wir mal schnell, wie spät es ist. Also 13:30 in der Früh ist es. Ist doch einiges am Verkehr unterwegs, also hätte ich nicht gedacht. Auf der drüber Seite ist jetzt nicht so viel, aber auf meiner Seite ist doch einiges. Na, bleibst du drüben, jawohl. Jetzt ist auch auf der Gegenseite ein bisschen was. Was? Sie können die Wiegestation umfahren, jawohl, danke schön. Dann würde ich sagen, umfahren wir die Baustelle, besser gesagt die Wiegestation. Ja, der LKW ohne irgendwas drauf muss vorbei drauf fahren scheinbar. Der Autotransporter. Und ich würde sagen, nur da vorne ziehst du mal an, dass ich den nicht drauf fahre.
Ja, die wissen auch nicht, was sie wollen, die KI. Wollen sie es vorbei an den LKWs oder wollen sie nicht vorbei? Ich glaube, wir fahren jetzt mal hier rechts rüber. Dann fahren wir mal den vorbei. Jetzt darf ich sowieso. Ja, haben wir sogar ein bisschen was gewonnen, aber nicht recht viel. Ich weiß, das war jetzt nicht gerade die schöne, feine Englische. Aber man muss sich hier auch durchsetzen irgendwie. Nun sind wir eh in der Stadt drin, also von dem her passt das. Ui, ich glaube, wir sind auf die Gelblichter gekommen. Aber macht er gleich. Dann schauen wir mal kurz raus, da stehen wir. Ja, es fehlt hier irgendwie an der Seite was. Vorne passt es, aber an der Seite fehlt hier irgendwie. Da hinten ist auch noch einer. Okay. Könnte man so auch machen. Ja, schaut auch nicht schlecht aus. Da hinten, da ist auch noch so ein. Links, nee, das ist keiner, das ist ein normaler. Entschuldigung, mein Fehler. Dann fahren wir mal nach vorne. Die Gehirnfaser haben wir eh übersehen. Das ist ein Kenwood oder ein Peterbilt da hinten. Entschuldigung, mein Fehler. Hat aber auf die Schnelle so ausgeschaut. Oder? Ne, der hat eine Schnauze, wie es ausschaut. Oder doch nicht? Ja, ist ja gut. Das ist ein Schnauzer. Okay, dann fahren wir weiter. Was hat mich jetzt interessiert? Entschuldigung. Ja, jetzt ist rot. Fahren wir weiter. Jetzt müssen wir abbiegen. Da ist auch wieder rot. Wir sind jetzt eh schon da. Haben eh nicht mehr weit. Okay. Ich bin falsch abgebogen. Ich hätte vorher abbiegen müssen an der Ampel. Mein Fehler, tut mir leid. Aber laut Navi kann ich hier irgendwie zurückfahren. Okay. Naja, dann fahren wir einen kleinen Umweg. Macht auch nichts, dann sehen wir ein bisschen was von der Stadt. Oh, der hat ein ganz schönes helles Licht. Gefällt mir. Gefällt mir. Ja, die Stadt hier ist auch nicht gar klein. Wenn man es so anschaut, schaut gar nicht so schlecht aus. Da macht mir der Umweg auch nicht so aus, also von dem her. Das war jetzt ein bisschen ärgerlich, aber selber schuld. Bei der Ampel müssen wir jetzt abbiegen. Genau. War gar nicht mal so klein die Stadt hier, wenn man das so anschaut. Dann fahren wir halt auch gleich mal straßenfrei. Ich glaube nicht, dass ich auf diese Straße noch mal kommen würde in die nächste Zeit. Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Genau. Hier ist ein Parkplatz. Ja, jetzt sind wir in der Stadt. Das ist mal, tun wir mal 35, 31 ist erlaubt. Und mal das Fernlicht. Also Fernlicht hat er schon schönes. Also das ist schon wirklich hell. Und hier liegen die ganzen Blätter und so weiter schon auf der Straße, wie es ausschaut. Genau. Hier hätten wir vorher abbiegen müssen. Obwohl ich doch ziemlich knapp bei der
Kirschgrün drüber geformt bin. Hier sehe ich eine Bäumeallee. Bäume sind ganz schön dicht an der Straße dran. Muss man fast Angst haben, dass man nicht hängen bleibt. Haben sie schon ganz schön viel hingetan. Deswegen liegt auch so viel Sach auf dem Dings und die Straße geht auch schon durch. Ich schätze, weil da. Ach, das ist die Bremse, die da dauernd so tut, die dann löst. Okay. Jetzt habe ich das auch kapiert. Ach, da ist gleich eine Werkstatt gegenüber, wie es ausschaut. Das ist ja perfekt. Kennwort-Händler entdeckt. Dann können wir dann schnell mal nachschauen, ob es da noch was zum Kaufen gibt. Oh, da stehen lauter alte Karossen rum. Okay. Gut, dann schauen wir mal, dass wir den hier da reinpacken können. Irgendwie. Hoffe ich doch. Sehen tue ich jetzt gleich gar nichts mehr. Würde ich sagen, gehen wir mal in die Außenansicht, da tue ich mich leichter. Fahren noch ein Stückchen. Sehr schön. Fahren wir erstmal so und dann ziehen wir noch mal nach vorne. Beim letzten Mal habe ich besser eingepackt. Aber mei, das ist das Leben. Das kommt immer auch auf die Abladestation oder wie man einpacken muss drauf an. Schauen wir mal, ob wir es so reinbekommen. Ja, schaut er nicht mal so schlecht aus. Ist zwar auch nicht ganz perfekt, aber Hauptsache er steht. Das tut er gleich. Nochmal ein Stück nach vorne und dann nochmal zurück. Dann steht er wieder drin. Und schon haben wir ihn eingepackt. Genau. Dann fahren wir, würde ich sagen, rüber in die Werkstatt. Dann können wir gleich noch schnell nachschauen, was ich machen wollte. Der Auftrag wurde erfüllt. Oh ja, jetzt fahrt er erst los, oder? Mockton 2. Erste Aufmal den Mockton 2. Dann schauen wir mal. Machen wir gleich eine Wartung, die erste. Noch nicht viel gewesen. Okay. Dann gucken wir mal, ob es da was für Seite gibt. Das ist ganz innen. Da könnte es was geben. Sidekits, ja. Hier wollte ich noch die hinmachen. Hier auch noch. Genau. Hier ist der Punkt für Sidekits. Ja, da schaut er schon ein bisschen besser aus. Nur schade, dass es da scheinbar keine, wie soll ich sagen, Lampen dafür gibt.
Okay, das ist der Blinker, wie es ausschaut. Ja, das ist der Blinker. Genau, was ist das hier? Ach, das sind die Lichter. Okay. Ah, nee, 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 die Lichter will ich schon haben. Ansonsten kann man eh, wenn man das so sieht, man kann hier die Spiegel machen, man kann hier die Nummernschildertafel machen, das ist für innen drin. Hier kann man CB-Funk machen, hier kann man den Lampenbügel oben, was ihr gesehen habt, machen. Hier kann man ein Innenlicht machen, okay. Hier kann man die Antenne machen, Reifen, recht viel kann man eigentlich nicht so machen, aber es macht doch Spaß. Und innen drin genauso. Ihr müsst halt den SCL-Code Dings haben. Wie ihr seht, dass das angenommen wird. Wenn er von einem anderen Mod ist oder von anderen DLC, wird es gar nicht angenommen. Genau. Hauptspiegel, das ist der Spiegel, okay. Gut. Würde ich sagen, bestellen wir mal das. Genau. Probier mal die Hupe aus. Hört sich doch gut an. Dann würde ich sagen, fahren wir auf den Parkplatz und machen für heute wieder mal Feierabend. Wo ist der Parkplatz? Hier ist der Parkplatz. Schaut auch nicht schlecht aus. Genau, oder gibt es hier noch eine, vielleicht in der Nähe eine Garage? Ja, da würde eine Garage geben. Dann würde ich sagen, holen wir uns die Garage noch schnell. Dann können wir nämlich von der extra bei der Garage wegfahren und vorher tanken. Was wir eh machen müssen. Da kommt nichts. Aber ich würde sagen, wir schalten mal das Licht an. Genau. Und fahren mal zu unserer neuen Garage, die wir jetzt gleich mitnehmen werden. Und dann können wir uns vielleicht für das nächste Mal wieder den Volvo holen oder den K200 oder den K108 oder vielleicht auch mal den Mac. Ja, weil ich habe ja auch einen Mac noch, vielleicht dass ich beim nächsten Mal wieder mit dem Mac fahre. Ich möchte jetzt die LKWs ein bisschen durchtauschen, vielleicht ab und zu mal auch einen neuen wieder nehmen. Genau. Und vielleicht auch mal machen, dass die Fahrer noch mit einstelle, aber Kohle habe ich hier eigentlich genug. Und ich möchte die LKWs eigentlich alleine fahren. Und die können bloß unnötig Kilometer sonst drauf. Also die junge Dame habe ich immer noch keinen Namen erfahren von ihr. Also würde ich sagen, könnt ihr euch was ausdenken? Oder ich werde mir bis zum nächsten Mal vielleicht einen ausdenken. Genau. Also hier sind die Straßen auch schon ganz schön schlecht. Da kommt ja schon das ganze Gras durch teilweise. Also dürft mal renovieren. Also gesagt, neu machen. Und die Bäume dürfen sie auch mal stutzen. Aber es ist halt das, was auch hier Fun macht und was das los ist. Genau. Oh, ich bin ein bisschen schnell unterwegs. Aber man redet und redet und passt nicht auf, wie schnell man fährt. Genau. Würde ich sagen, da hinten ist noch eine Werkstatt. Es kann sein, dass da vielleicht noch ein Händler dabei ist. Da hätten wir zwei Händler hier in der Gegend. Bin ich mal gespannt, weil ich habe nämlich noch einen Mac als Mod gefunden gehabt letztes Mal, der nicht funktioniert hat.
Ja, es ist Pilar, oder? Nicht, dass es der wäre. Peterbilt ist es, okay. Da haben wir hier am Ort zwei Händler. Ah, es gibt Morgenton 1 und es gibt Morgenton 2. Das ist auch gut zu wissen. Genau. Aber das ist auch irgendwie. Ist das so groß, dieses Morgenton? Man darf abbiegen auf rechts. Dass es so groß ist, das ist schon. Ja, man sieht es eigentlich, gell? Es ist schon Wahnsinn. Gut, dann kaufen wir jetzt noch die Garage. Vergrößern sie. Dann haben wir die nämlich auch. Und dann schauen wir noch mal in der Karte, weil da gibt es scheinbar ein 2 auch noch. Gibt es da noch ein 2? Da gibt es noch eine Werkstatt. Also hier gibt es drei Werkstätten. Und jeweils einen Händler dabei. Also das ist schon, da muss ich beim nächsten Mal nochmal hinfahren. Heute nicht mehr, vielleicht beim nächsten Mal, dass ich dann schnell hinfahre. Genau. Dann fahren wir jetzt noch kurz tanken, dass er getankt ist. Genau, und dann machen wir für heute Schluss. Jetzt erstmal voll Die tanken. Tankstelle ist noch nicht bekannt. Ja, die Tankstelle ist noch Bitte nicht gebe den bekannt. Ist ja Preis in manuell Ordnung. ein. Mache ich doch gleich. 460 Dollar. Du hast 130 Gallonen getankt und deiner Spedition Ich wurden weiß nicht, warum die das, 460 wenn man Dollar dann in rüber Rechnung geht, gestellt. Speedfow mit einnimmt. Keine Ahnung, aber das ist ja auch wurscht, das gehört zum Spiel dazu. Genau, ich stelle mich jetzt mal einfach hierher. Mitten in die Mitte. Gehe in die Außenansicht. Genau. Ja, das ist irgendwie die Bremse oder sowas, was der Dings macht. Gut, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne gute Nacht. Ich wünsche, dass euch gut geht. Macht es gut. Genau. Daumen hoch, Daumen runter. Abo, kennt ihr alles. Brauche ich nichts mehr sagen. Viel Spaß. Ciao, ciao. Bye, bye.